Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Stand von BMW. Dort haben wir zwei Interviewtermine und inhaltlich geht es zum einen um die neuen Services von BMW Connected Drive und zum anderen um autonomes Einparken. Hier bei der CES zeigen wir aus der Forschung, aus der BMW-Forschung, unsere neueste Interpretation vom autonomen Fahren, nämlich ein Remote Valet Parking System, ein Auto, das ohne Fahrer sich in der Parkgarage einen Parkplatz sucht, sich selbst parkt, sich abstellt und wartet, bis es wieder gerufen wird. Wie funktioniert das Ganze? Wir fahren an eine Parkgarage ran. Der Fahrer steigt aus dem Auto aus. Er hat eine intelligente Uhr am Handgelenk. Auf die drückt er drauf und das Fahrzeug beginnt sich zu bewegen. Im Vorfeld hat das Fahrzeug natürlich eine digitale Karte von diesem Parkhaus per WLAN übertragen bekommen, damit es eine erste Hypothese hat, wo es sich überhaupt befindet. Im nächsten Schritt positioniert sich das Fahrzeug auf dieser Karte. Dazu nutzt es vier im Fahrzeug an jeder Seite verbaute Laserscanner. Diese Laserscanner detektieren die Einfahrt, die Wände, die Säulen, alles was irgendwo als Landmark, als typische Repräsentation dieser Umgebung gilt. Und anhand des Einmessens dieser unterschiedlichen Landmarks findet das Fahrzeug seine exakte Position auf dieser Karte. Dann geht die Pfadplanung los und das Fahrzeug plant den Weg zum Stellplatz. Das passiert 10-mal in der Sekunde, um immer wieder auch sicher zu sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Nichts anderes macht der Mensch, wenn er durch einen Gang geht. Sie machen ja auch nicht die Augen zu und gehen einfach los, weil sie den Gang einmal gesehen haben, sondern man versucht ja immer wieder den Weg auch immer neu zu finden und neu zu bestätigen, dass man richtig unterwegs ist. Und genau das Gleiche macht das Fahrzeug, indem es immer wieder von der aktuellen Position, die es gerade erreicht hat, den nächsten Schritt plant. Geschwindigkeit etwa bis 10, 12 km/h, je nachdem, was auch zulässig ist. Also relativ anständig, relativ schnell fährt es dann zu diesem Parkplatz. Wenn es den Parkplatz erreicht hat, wird der Parkplatz nochmal genau vermessen. Auch dazu haben wir diese Laserscanner an Bord, die das tun. Und das Fahrzeug parkt jetzt in unserem Fall rückwärts ein. Es könnte natürlich auch längs oder vorwärts einparken. Überhaupt kein Unterschied. Einfach eine Frage, wie man es programmiert. Dann stellt sich das Fahrzeug auf diesem Stellplatz ab. Es schaltet sich aus und es schläft ein. Einschlafen heißt, sämtliche Steuergeräte fahren runter. Wie kommt jetzt der Fahrer wieder an sein Auto, das sich irgendwo im Parkplatz aufgeräumt hat? Er kommt irgendwann zurück vom Einkaufen, vom Restaurantbesuch, möchte natürlich jetzt nicht anfangen, sein Fahrzeug zu suchen. Nein, er hat seine intelligente Uhr dabei, spricht in seine intelligente Uhr, BMW, pick me up, und das Fahrzeug bekommt die Information, weckt sich wieder auf, fährt los und kommt zu ihm an den Eingang des Parkhauses oder in dem Fall an die Ausfahrt des Parkhauses, wo er einsteigen kann und wieder weiterfährt. Aus unserer Sicht eine unglaublich komfortable Funktion. Wir sparen oder der Fahrer spart sich in der Zukunft ein Parkplatz suchen, ein Rumrangieren, ein Fahren durch enge Parkhäuser, an denen man sich irgendwo immer mal schnell ein schönes lackiertes Teil verkratzt. Alles das macht das Auto selber. Und natürlich auch ein Sicherheitsaspekt dabei. Wer geht schon gerne nachts durch dunkle Parkhäuser, wenn ich das Fahrzeug genauso hier an den Ausgang rufen kann? Das Fahrzeug benötigt eine digitale Karte, auf der es manövrieren kann. Die Karte wird ihm in aller Regel so das Konzept vom Parkhaus zur Verfügung gestellt. Dazu muss das Parkhaus einmal vermessen werden. Sämtliche statischen Bedingungen, Hindernisse, Säulen, Wände, Fahrgassen und Stellplätze darauf verzeichnet sein. Und wenn diese Karte einmal existiert und ins Fahrzeug übertragen wird, dann kann das Fahrzeug dort dynamisch drauf navigieren und die statische Ebene der Karte mit dynamischen Objekten, die es dann während der Befahrung misst, beispielsweise aktuell belegte Stellplätze oder Fahrzeuge, die entgegenkommen, die querkommen, irgendetwas, was im Weg liegt, entsprechend dann auf einer dynamischen Ebene mit ablegen, sodass insgesamt statische und dynamische Karte zusammen eine Einheit bilden, auf der das Fahrzeug wunderbar navigieren kann.
Die Karte, man könnte sich auch vorstellen wie beim Navigationssystem, dass die Karte mitgenommen wird. Navigationssysteme haben die Karte an Bord. Allerdings sprechen wir hier von 3D-Karten, die deutlich höher aufgelöst sind als diese Spaghetti-Karten, nenne ich es mal, eines Navigationssystems. Das heißt, die Datenmengen aller Parkhäuser auf der Welt oder sei es nur in Europa, Deutschland oder Bielefeld mitzunehmen, ist einfach ein Riesenaufwand. Wir gehen davon aus, dass man die Karte, bevor das Fahrzeug sich in einem Parkhaus bewegen möchte, dann vor Ort runterlädt, von einer Zentrale über BMW Connected Drive oder beispielsweise eben auch über einen Server, der im Parkhaus steht und eine WLAN-Verbindung aufbaut. Vom Prototypen bis zur Serie sind es in aller Regel 5 bis 7 Jahre. Das rechne ich auch hier. Ich denke nicht, dass man vor 2020, 2022 derartige Funktionen beim Kunden haben werden, weil natürlich auch noch Randbedingungen nötig sind. Wie geht es rechtlich? Ist es erlaubt, ein Fahrzeug ohne Fahrer im Parkhaus zu manövrieren? Wie sicher kann das Ganze passieren? Gibt es Parkhäuser, die uns die digitale Karte schicken? Also wir werden hier schauen, dass wir natürlich über Demonstrationen und über Publicity so ein Thema bekannt machen. Aber alleine stemmen werden wir das nicht, sondern es braucht Infrastrukturen, es braucht Partner, mit denen zusammen sowas eingeführt wird. 5, 6, 7 Jahre dauert sowas mindestens. Das war's, der BMW Remote Controlled Valet Parker. Bis zum nächsten Mal.